Eine Frau salbt Jesus. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Eines Tages war Jesus bei einem angesehenen Mann namens Simon zum Essen eingeladen. Als sie noch am Essen waren, kam eine Frau in das Zimmer. Sie ging zu Jesus, kniete sich vor seine Füße und fing an zu weinen. Sie hatte ein sehr teures Parfüm mit, das sie Jesus über seine Füße goss. Sie wusch ihm die Füße mit ihren Tränen und dem Parfüm und trocknete sie mit ihren Haaren ab. Einer der Jünger beschwerte sich: "Was soll das? Das Parfüm ist so viel wert. Wäre es nicht besser, es zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben?" Jesus erwiderte nur: "Es ist gut, was sie tut. Arme werdet ihr immer haben, um die ihr euch kümmern könnt. Ich bin nur noch kurz bei euch und sie bereitet mich durch diese Salbung auf meinen Tod vor." Auch Simon wunderte sich über Jesus. Jeder wusste, dass die Frau ein schlechtes Leben lebte. Sie war verachtet und wurde als Verbrecherin angesehen. "Warum lässt du dich von so einer Frau anfassen, statt sie einfach wegzuschicken?" Jesus erwiderte: "Schau dir die Frau an. Du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich mir selbst die Füße waschen kann, als ich in dein Haus kam. Sie hingegen wäscht meine Füße mit Öl und ihren Tränen. Du hast mir keine Umarmung gegeben, als ich ankam. Sie hingegen küsst die ganze Zeit meine Füße. Glaub mir, wem Gott viel verziehen hat, der liebt auch viel. Wem wenig verziehen ist, der liebt auch wenig." Dann schaute er die Frau an und sagte: "Deine vielen Fehler sind dir vergeben. Du wurdest gerettet, weil du auf mich vertraut hast."